Da wird ja mal Magie ausprobieren. Oh, mein Schleim. Das ist ein Zau- ich habe den Zauberstab gefunden. Ui, das ist ein Goblin schon wieder. Dankeschön. Zauberstab eine Ente. Nehme ich gerne. Da kommst du nicht drüber weg. Ich hab den. Du hast eine Ente getötet, ja. Quack, quack. Oh, was war das denn hier? Was hat mir denn hier Schaden gemacht? Ich wollte es nicht so. Nein. Was hat denn Schaden gemacht? Was habt ihr denn Schönes da? Ich habe ihn gefunden. Bitte, yay, gefunden. Yay, yay. Ja, warte, ich komme, ich deck dich. Warte mal. Wo? Nein. Wie bauen wir es jetzt haben? Ich muss mir das erstmal andenken hier. Lass wir mal brauchen auf jeden Fall viel mehr zum Abbauen. Gott, ihr seid ja echt fast am Ende der Welt. Das ist ja Wahnsinn. Oh ja, da ist sie ja. Oh, Alter. Ich hab grad, wir müssen erstmal hier wegbuddeln. Ne? Ich baue mal das ab, dass man da so runtergehen kann. Da kommen schon die Viecher. Ich weiß, töte sie einfach. Ich baue einfach ab. Hm. Oh, ich brenne. Das ist unser Tod hier, ne? Das ist klar, ne? Oh, da sind aber ganz schön viele. So viele müssen Schleime ganzen da Meteoriten. Unten. Wieso sind da so viele Schleime? Wir müssen den ganzen Meteoriten abbauen, ne? Na, das müssen wir auch nicht. Da kommen nicht mehrere Meteoriten. Ja, ich will aber alles haben. Irgendwo ist eine Ente. Ja, die quackt da dann rum, ne? Quack, quack. Ja, du brennst, du. Alter, das zieht ja überhaupt nicht der Mensch, nein. Alter, voll. Ihr habt Spaß? Nein. Das nein. Ist der große Spaß. Das ist ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Das Blöde ist, wie kommen wir runter? Okay, was ist denn das hier alles? Ich wollte von der Seite ran, irgendwie. Alter, guck dir an, was da kommt. Ich sehe mein Tod. Mein Death is incoming. So ein schönes. Heil dich lieber. Heil dich, du hast zu wenig Leben. Die Viecher machen sehr viel Schaden. Ja, ich weiß, ich kann jetzt gerade nicht heilen. Hast du keinen Halter? Doch, ja, nur kleine. Wie tief bin ich jetzt eigentlich? Och, ich bin doch gar nicht so tief. Ich dachte, ich wäre so tief, aber nee. Was machst du denn da, Chris? Hüpf! Ach, da bist du! Ach, der. Ich brenne, warum brenne ich? Hallo? Ich schwitze wie eine Sau. Entschuldigung. Ich schwitze hier mit dem Ampel, läuft die Suppe runter. Alter Vater. Das ist vielleicht ein so hier, töte hier alles, ich baue ab. Ja, mach, Kinder. Bau doch nicht immer so nach unten. Da kommen schon wieder welche. Ja, ich bin noch am Hauen. Was kann ich denn machen? Du bist gleich tot? Heil dich. Heil dich. Ich hab sonst keinen Platz mehr. Ich kann nicht heilen. Doch, ich hab ab Cooldown. Wie viel? Oh. Das will ich jetzt auch gern sehen. Na gut, Leute, ich glaube, das hier reicht jetzt mal mit dem Farmen. Ne? Oh! Während die Mitte stehen wir. Mensch, jetzt geht's ja schon ab, ey. So. Nehmen wir erstmal wieder zu Hause. Teh dich zurück, lieber. Teh dich zurück, du stirbst gleich. Ach komm, na, dann musst du komm. Das stimmt doch nicht. Wie soll das denn gehen? Was ist denn da? Ja, easy going, siehst du doch. Kommt er noch? Okay. Bau ab! Ich metzel. Ich baue ja schon ab. Bau schneller! Bau schneller! Von hinten! Links! Ja, ich seh's schon. Kommt her, ihr habt mir könnt sowieso nichts. Dämoniterz, das ist ja echt krass. Ja, das brauchen wir.
davon auch noch unverschämt viel. Ja, unverschämt viel. So, warte mal, wo sind hier die anderen kleinen Erze? Nicht so wirklich viel. Ach, Skorpion! Ich hab keinen Platz! Und schwarze Skorpion. Ja, stimmt, die hatte ich auch noch. So, Leute, ich würde aber auch so langsam aufhören wollen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Und ich würde dann doch jetzt... Kein Ding sagen, nicht, Alex! Ihr könnt nicht beenden jetzt, ne? Nee, das ist eine voll blöde Situation. Komisch. Warum kommt mir das irgendwie schon bekannt vor? Noch was haben wir hier? Dreckblock und so weiter. Hey, ist ja nicht schlimm, wenn du es jetzt eilig hast, kannst du ja schon mal ausloggen. Wir machen dann eventuell mit den Metroiden hier fertig und dann. Ja, das auf. Ist ja auch doof. Eigentlich sogar doof. Ich sehe nicht, dann sehe ich ja den Meteoriten bei euch gar nicht. Ja, können ja die Leute bei mir sehen. Ja, genau, das stimmt. Also alle schön bitte bei ihren gucken, da seht ihr ja Meteoriten. Erstmal Werbung machen für den eigenen Channel. Bei mir ist eh nichts los, Leute. Also von daher ist es egal, ob ihr bei mir guckt oder nicht. Interessiert euch sowieso nicht für hochwertige Kanäle wie mein. Verfaulter Fleischbrocken. Den willst du auch haben. So, Ian, und pass mal auf, ich mache dir gleich noch ein schönes Geschenk. Ich habe schon Fleischbrocken, ja? Ja, nee, der Fleischbrocken ist dann nicht dein Geschenk, keine Angst. So, welche ist deine Privattruhe? Linke, wo das Klavier ist. Ach so, ja. Jetzt macht er das wieder nicht. Chris! Alter, mit meinem Schwert, was ist denn das kaputt, Wo war denn das jetzt? Hä? Bin verwirrt. Oh, eine geheimnisvolle Fessel habe ich. Oh, das ist cool. 20 Mana. Ne, das. Wie kann ich. Wieso kann ich den hier. Ja, wenn du Magier werden willst, ist das gut. Ein Abwehr um 4 Mana. Achso, okay. Also, das Abbauen ist richtig heftig. Also, ich hab's aber gar nicht so stressig in Erinnerung. So, dreimal Silbererz und wo ist hier das Golderz? Habe ich echt kein Golderz über mehr. Nö. Anscheinend haben wir kein Golderz mehr über. Ja, aber ich mache mir eine Goldkrone. Ja, sicher. Nein, ich meine, wir haben kein Golderz mehr über. Barren haben wir noch eine ganze Menge. Ja, na gut, aber ich würde mich dann tatsächlich hier schon mal auf das Dach stellen und dann beenden für heute. Ihr könnt ja gerne noch weiter basteln an euren Meteoriten. Schade, dass ich euch dann nicht... Ich hätte mal doch mitkommen sollen da drüben. Ja, das ist jetzt blöde halt. Wenn wir jetzt ausloggen, dann wirken. Ja, nee, das ist ja doof. Aber du hast den 50. Meteorkopf besiegt. Super. Ja. Die sind auch frech hier, ehrlich. Ach komm, nee, wisst ihr, warte, ich lauf nochmal zu euch rüber. Vielleicht finde ich euch... Wie lange braucht ihr denn theoretisch noch? Oh. Noch eine Weile? Ja, dann würde es sich nämlich lohnen, zu euch rüber zu laufen. Ja, kannst du ja ruhig drüber kommen. Okay. Ja. Also da sind noch sehr viele Meteoriten da. Hier ist noch einiges zu tun, so ist es nicht. Okay. Ja, auf mich zu schlagen. Ich schlag dich doch gar nicht. Blauer Schleim. Ja, nicht du. Er ist der 50. Werfen wir die Ente rein. Jetzt wird es natürlich Nacht, das ist natürlich richtig gut. Oh, da wollte ich gar nicht rein. Ja, kannst du gut Sternschnüppchen. Auf dem Weg findest du einige. Wenn du da hinkommst, dann findest du einige. Ja, dann guck ich. Ja, ich weiß ja nicht, wie dringend das bei dir ist, da halt mit Ausloggen. Ob du jetzt unbedingt, musst du jetzt was lernen, musst du pennen gehen oder geht es jetzt nur die Gesundheit? Pennen gehen, um mich noch gesundheitlich ein wenig aufzufrischen. Oh. Und muss halt erst noch in meine, ne, du weißt Alter, ja, was ist denn, meine andere Wohnung Alter. Fahren. Ach so. Und ja, Ian, noch ein bisschen was zu Abendbrot essen und so. Ne? Den Meteoriten dann ab oben. Den erwische ich nicht. Ach Gottchen, was mach ich denn hier? Ich bin tot, ne? Du bist gleich tot, stirb? Nee! Das ist klar, wenn ich komme, dann stirbt er.
Mann, ein blödes Schwert hier mit meiner Maus. Es ist zum Heulen. Da komme ich niemals hin. Da hoffe ich jetzt gar nicht. Ich kann nicht alles aufheben. Doch, da musst du aussuchen, was du mitnehmen willst oder nicht. Da kommen so viele Gegner. Ich kann nicht aussuchen. Ja, dann mach jetzt den Gegner und dann sammel auf. Muss ich ihm das erklären? Ich verstehe es mit meiner Maus nicht. Ehrlich nicht. Ich schlage und dann, er macht nichts. Ach, ja, das nervt mich jetzt. Ehrlich. Ja, das ist. Komm schneller, ich warte hier. Ganze Zeit schon am Rumspacken, das Ding. Stehe ich überhaupt nicht. Ihr habt den schon am Ladekabel gelaufen. Ja, nie so Probleme gehabt. So, ich komme mal schon mal rüber. Ach, das ist ja echt lustig. Ja. Denn hier die Wüste, okay. Mal gucken, wie weit ihr seid da hinten. ich komme dann schon mal, sagt der Alex. Ja, ich brauche noch eine Weile. Ja, noch niemals die Hälfte des Weges geschafft. Nee. Das ist gerade mal die erste Wüste. Naja. Da kommen noch zwei. Ich kann ja noch ein bisschen laufen. Chris, pack meine Sachen, verschwinde. Es dauert Alex, ein bisschen. Der Alex geht jetzt zum Meteoriten, der macht das allein. Genau. Oh ja, hier komm, ist pack das Wichtigste cool. Ein da. Alle, meine ganzen wichtigen Sachen, der Rüstung und meine Stiefelchen und... Ja, ja, die nehme ich mir dann schon, keine Angst. Du hast schon welche. Ach so, ja, egal. Ja, nee. Ich hab dir in deine Truhe, du kannst diese Kletterhaken ja anlegen jetzt, ne? Ich hab die dir in den Truhe hier reingelegt. Ja, können wir uns mal angucken. Und genau, die Türen hier nicht auf. Kletterhaken. Ja, diese Handschuhe. Kletter. Wo wollen die, was die können? Ja, du kannst dann halt an den Wänden hochklettern. Also so ein bisschen, okay. Du kannst halt langsam runtergleiten. Aber im Prinzip ist das auch ganz gut zum Hochklettern, weil du dich immer nach einem Sprung halt festhältst und dann kannst du wieder besser. Ach, kacke. Also natürlich, du ein Grappling-Hook ohne Grappling. Genau, quasi schon. Oh. Ui. Ach Gottchen. Ui. Den hundertsten. Das Teil muss ich noch einsammeln, das letzte Teil. Was soll ich wirklich? Euer Zweck. Nein, ich brauche den Schneeblock nicht. Ich brauche meine Rüstung. Ich brauche meine Sachen, die man rechts anlegen kann. Ich brauche. Mann. Also, ich habe alles. Oh, das alles. Mein Spiegel und die ganzen Klamotten. Ja. So könne er, wenn er alles hat. Na, kommt er jetzt hier? Ich kann ja Alex ja schon wieder zurück. Ja. Du bist umsonst. Nein, er ist noch nicht da, der Chris. Boah, hier kommen schon wieder so viele Viecher, ey. Na gut. Na, kommt der Alex jetzt her, oder? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich brauche meine Sachen, Alter. Ja, wenn, ich kann ja nicht hexen. Dann cheat, ne? Na, so guter Magier bin ich auch noch nicht, dass ich cheaten könnte. Nee, ich meine da hier in der Mente, ja, weil... Er möchte auch den magischen Stab haben, ne? Ja. Oh, dieser Wurm. Also als Magier empfehle ich dir die Meteoritenrüstung mit dem Alienblast, oder? Du schießt unendlich Laser. Wow. Das ist heftig. Oh, was ist das hier? Ist das diese tolle Pyramide, von der ihr geredet habt? Diese... Ja, da musst du mal reingehen. Pyramide. Nee, nicht. Da steht aber jemand, da steht jemand. Ich hab eh drin. Keine Sachen mehr. Da steht ein alter Kreis drin. Ja. Soll ich mit ihm reden? Nee, nicht reden. Auf jeden Fall. Natürlich willst du mit ihm reden. Ja, dann mach mal schon mal. Nicht! Der ist so bescheuert, dass er da jetzt anspricht. Ne? Ich hole seine Sachen nicht. Ja. Oh, ich bin noch mit dem. Oh, Scheiße, was ist das? Du kannst ja auch ohne zu fragen reingehen. Dann hast du den gleichen Effekt. Du kannst da reingehen, aber du erlebst es nicht. Oh, gerade noch eine neue Sternschnuppe geflogen hier. Ich erlebe es nicht mehr. Naja, gut, schade.
Gott, wieso geht's denn hier so weit runter? Soll ich da echt runterspringen? Ist das in der Sache? Oh cool, das ist Wasser. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung, ich komme hier nicht weg. Ach, das ist ein Seil. Was? Wie kommen die? Oh. Wie kommen die ganzen Kanickel bei uns im Haus? Ich muss jemanden arbeiten. Ach, guck mal, da ist er. Da ist er ja. Meine Sachen, Chris. Wo sind die Sachen? Der Alex, der möchte jetzt da alleine abbauen. Nicht in das Meteorit rennen, also in die Steine. Also du brennst sonst. Ja, so wie ich. Okay. Alter, wer hat denn die ganzen Häschen hier in den Bau gelassen? Und die Bunnies laggen hier rum. Alter, ist der Bunny gestorben? Wo sind hier ihren Sachen, bitte? Ja, wie ich alle schon. Achso, die hast schon alle aufgenommen. Also. Ja, ja. Ich hab ja auch nie was dabei. Und wieso ist Ian hier gestorben? Weil er nicht aufgepasst hat. Ich habe aufgepasst, mein Schwert ging nicht. Also. Linke Maus, das habe ich dir vorhin demonstriert. Das macht ja nicht immer, ich verstehe es nicht. Hey, den 150. Ja, du hast den 150. Mohrenkopf. Ja, sehr gut. Sind lecker, die Mohrenköpfe. Die sind lecker. Warte. Naja, ich leg die schon um. Bin ich jetzt hier der Depp, der aufnimmt und einfach nur so rumsteht? Und ja, anscheinend. Boah. Das war ich eben gerade und wollte ich die Aufnahme beenden. Aber jetzt bin ich irgendwie hier. Aber jetzt bist du gehypt. Was? Nee, eigentlich würde ich trotzdem die Aufnahme beenden hier, aber... Ja, mach doch. Ja. Ist der Meteorit noch? Dann gehen wir. Wir müssen den Meteoriten erst noch fertig machen hier. Ach, ja. Ja, dann... Und deine Mutter... Die stinkt so. Das ist ein Schleimhaustier, ist richtig super. Was? Das Schleimhaustier ist richtig super. Ja, macht die ganze Arbeit. Cool, ne? Der macht echt alles ganz allein entspannt. Muss man sich um nichts mehr kümmern. Ach, das ist entspannt da hinten. Wir machen Urlaub. Ja. Na klar. Das ist so wie in der Sonne liegen. Ja, meine Masseuse kommt gleich vorbei. Next Geisha Level. Die sind heiß. Ach, ich kann den Meteorit gar nicht abbauen hier, ne? Das kannst du brauchst nicht Gold. Das erklärt natürlich einiges hier. Ja gut, dann stehe ich einfach nur doof rum und mach nichts. Nein, Chris, gib ihm meine. Nee, ist doch okay. Er ist eh fast fertig. Es gibt nicht mehr viel hier. Siehst du? Ja gut, er ist der Vorarbeiter. Chris, mach! Ja! ich erlege dann die Leute hier. Ich erlege. Ich erlebe es noch. Achso, das Erlegen. Ups, ich brenne. Ja, ja, so läuft das hier. Ist doch schön. Aber jetzt kommen gar keine Meteoritenviecher mehr. Nee, irgendwie nicht. Wir scheinen wahrscheinlich ja, wenn so. Die spawnen mit der Anzahl der noch zuvor abzubauenden Erzdingsbums da. Es ist fast nichts mehr da. Ja, das spawnt immer weniger dann. Und wenn der ganz weg ist, kommt auch nichts mehr. Das Dämonenauge. Die Karte müsste eigentlich hinter dem Dings müsste der Ozean sein, also hinter dem. Ja, da kommt dann nicht mehr viel, glaube ich, ne? Also ich würde jetzt sagen. Ja, würde ich auch. Auf jeden Fall. Komm vorbei. Ja, ich schau noch den Ozean an. Ich schau noch hier. Ja, am besten, wenn man alles aufgedeckt hat, ist es am besten, ja. Ja, das stimmt. Dann kann man einmal gucken. Ja, also ich sehe schon Ozeanbiom hier quasi. Oh ja, hier ist schöner Strand. Und dann geht's hier runter. Manchmal liegt unter Wasser auch eine Truhe. Da muss man leider. Ja, jetzt geh da nicht rein und lass ihn nur noch von Haie fressen. Hier ist ein ehrlich. Seestern. Ja, der ich habe einen Seestern. Geschickt. Ach, hier gibt's Haie. Ach cool, ja, da drüben ist was. Ein schlafender Angler. Hey, den kann ich gar nicht schlafen ansprechen. Wie? Ach so, das ist ein Typ. Wie soll ich da denn hinkommen? Ja, und auf dem Rückweg den Bibliothekar ansprechen. Wo liegt er?
Ach so. Das ist äußerst wichtig. Wo ist der Angler? Ach so, der schläft im Wasser. Ich stehe hier nur dumm rum, ey. Ich kann hier nichts machen. Hallo, schlafender Angler. Wie hast du den jetzt angequatscht? Nur bei mir gar nicht. Also, so, der müsste jetzt bei uns im Haus Fisch, sein. Nicht ich will einen Fisch, du wirst ihn mir besorgen. Gerüchten zufolge gibt es Inseln, die oben im Himmel schweben. Ja, super. Was hat der Alex eigentlich hier alles in seiner Hütte? Ja, nix. Was ist das denn? Okay, da gibt's nichts runter, da gibt's nichts. Ein Borealholztisch. Ach, ganz exquisit. Kräuterbeutel rechts zum Öffnen. Okay. Okay, dann können wir schon zurück ins Haus. Okay. Juhu, ich komm. Hallo, da ist immer wieder. Könnt ihr schon. Ihr wisst, wo meine Truhe ist. Ich meine, da ist der erste Gang, ne? Die hat ja schon gewohnt. Warte, Moment, da war doch bestimmt was Passendes. Ja, ne? Ian, die ganzen Bronze-Kupfersachen. Ja, meins. Achso, die Spitzhacke und so weiter. Wie weg, das nimmt nur Platz weg. Die Spitzhacke und so weiter? Ja, die brauchst du ja nicht. Schmeiß da rein in die Truhe. Ach so, in der Truhe selbst, ja. So, jetzt guck mal unter mir, Chris. Wer hat den Hodensack da hingesetzt? Das ist ein Hodensack, kannst du mir erzählen, was das ist. Das ist definitiv einer. Was ist das? Ich schwöre, das ist... Kannst du mir erzählen? Also... Oh, dann hätte ich drüber euch. Ich habe keine. Genau. Eingefallen. Euch hat es eingefallen. Das ist prima. Okay. Es geht. Da ist sie ja wieder. Genug, wir haben genug Meteoritenbahn. Okay. Tschüss.